Wir machen für euch heute was ganz Besonderes, Claire. Hallo! Ja, wir machen heute Schokimus mit nur zwei Zutaten. Und nämlich Schoki, dunkel natürlich, und Rahm. Nicht uperisiert, sondern pasteurisiert. Heute mit der wunderbaren Claire Barel, langjährige Maître de Cabine der Swiss Air First Class, Preisrichterin beim Swiss Gourmet Book Award und tätig bei der Selektion Schwander, die Weinhandlung des ersten Masters of Wine der Schweiz. Wir haben noch Varianten für euch. Saisonal mit Orangenzeste. Das passt hervorragend zu dunklen Schoki. Als erstes hacken wir die Schoki so ein grob. Einfach von der Tafel. Je nachdem, wie gross und wie dick sie war, braucht das ein bisschen Arbeit. Aber das ist ja, es schmeckt schon, wenn man die Schoki so verhackt. Schmeckt schon wunderbar. Und das muss alle Zutaten, das ist wichtig, müssen genau abgewogen sein. Also da geht es nicht mit etwas mehr oder weniger, sondern ja, genau schaffen ist eigentlich das Thema. Genau, so. Und es braucht genau 250 Gramm dunkle Schokolade. Und wir haben jetzt eine Cremant genommen mit 49% Kakao. Okay. Genau. Genau. Könnte man es auch mit Milchschokolade machen? Das könnte man auch, oder auch mit weißer Schoki, aber ich denke, das Beste ist schwarz, weil alles andere, das wird ein bisschen süß und ja, probiert es aus, aber genau. Ich schwöre auf die dunkle Schoki. Und wir brauchen hier keinen extra Zucker hinzufügen, das ist nämlich auch toll. Ja, nicht. Und es ist wirklich süß genug. Das tun wir jetzt ganz leicht erwärmen, schmelzen bringen, am besten mit einem Spachtel und nicht mit dem Schwingbesen, weil sonst haben wir nur einen Haufen Reste am Schwingbesen, das ist sehr schön zum so lösen. Wir haben jetzt hier einfach einen Topf genommen und machen sozusagen eine Bain-Marie. Mittlere Hitze, weil Schoki ist ein bisschen ein Diva. Kuvertüre, schwarze Schoki, Milchschoki, die hat nicht gern zu warm, nicht gern zu kalt. Und sie geht sehr schnell, ja, einfach bei einer gewissen Temperatur ist sie gerade schön zum Verarbeiten. Und was zu viel ist, hat sie gar nicht gern. Und wie viel Grad sind da richtig, Claire? Also wir haben immer gesagt, du kannst so den kleinen Finger in die Kuvertüre haben und wenn du es nicht spürst, dann ist eigentlich genau die ideale Temperatur. Ah. Das heisst, das ist irgendwie um die 33 Grad. Ach, vielleicht. So niedrig? Ja. Ah, okay. Ich dachte, es wären immer 45, 50 Grad, aber wahrscheinlich ist das schon zu warm. Das ist schon zu viel. Und dann haben wir Sahne. Und welche Temperatur muss die haben, wenn man sie verarbeitet? Ideal, einfach aus dem Kühlschrank. Das ist so im Kühlschrank um die 8 Grad. Oder was haben wir da? Perfekt. Also und, kalt. Ja, genau. So ist es richtig. Und dann schlagen wir die schlagen. Und zwar flauschig, flockig. Nicht fest. Weil, wenn sich das dann so zu dick wird, wird es so wie körnig, das Schokimus. Und wichtig, wie ich gesagt habe, pasteurisierte Rahm und nicht uperisiert. Was ist denn der Unterschied zwischen pasteurisiert, weil für die deutschen Zuschauer uperisiert habe ich noch nie gehört. Uperisiert ist hoch erhitzt. Also homogenisiert. Homogenisiert, ja, homogenisiert. Uperisiert ist höher. Noch höher? Temperatur. Die ist bis 135 Grad, wird jetzt nicht behaftet, erhitzt worden. Und pasteurisiert, die ist einfach so gerade 60, 80 höchstens. Ah, 80, und dann genau. Sofort wieder abgekühlt. Ach so. Und uperisierter Rahm tut sich einfach nicht so schön geschmeidig schlagen lassen. Das ist dann so ein bisschen, ja, kann man sagen, so ein bisschen körnig. Also ist nicht so schön. Wie bist du auf das Rezept gekommen? Ja, das ist ein bisschen aus meiner Vergangenheit. In einem First-Class-Kurs. First-Class Kleidertender-Kurs, habe ich das Rezept mitteilen. Also das war dann ein bisschen speziell gewesen. Und als ich das zuhause ab und zu gemacht habe, ist natürlich überall ein grosses Echo gekommen. Und seitdem habe ich das nie mehr geladen. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Und es war immer ein wohlgehütetes Geheimnis gewesen. So. Ah. Und jetzt tue ich das mit euch machen. Oh, sie teilt das mit uns. Das ist so schön! Flüssig wird. Wie gesagt, Schokolade ist ein Diva. Das ist schön. Ich habe sie einmal ausprobiert und dabei ist mir das passiert. Und deswegen frage ich mich, ich hatte das Wasser reingetan und dann ist es richtig kriselig geworden. Ja. Wie kriege ich das jetzt hin, dass es nicht kriselig wird, Claire? Genau.
Also wichtig ist, dass das nicht zu warm wird, die Schoggi. Aha. Jetzt haben wir sie schön flüssig. Mhm. Und dass ich es dann auch gerade sofort drunter mische. Also ich muss wirklich dranbleiben beim Rühren. Okay. Das ist wichtig. Aha, dann war die Schokolade zu heiß schon. Das denke ich. Ja, jetzt. So, jetzt wird das auch wieder so ein bisschen sämig. Jetzt ein bisschen eine andere Konsistenz, das ist normal. Wichtig ist, dass man es immer noch auch ein bisschen warm haltet. Weil jetzt kühlt die Schoggi natürlich ein bisschen ab. Ja. So. Geben wir noch mal ein bisschen Wärme. Sehr gut. Ah, das ist jetzt alles noch tipptopp. Ah ja, stimmt, bei mir sah es richtig kriselig aus. Das sieht noch immer super aus. Und jetzt tun wir es noch mal schön schmelzen. Und wenn es warm ist, gibt es dann das Wasser noch dazu. Bei Swiss Air, Maître de Cabine, oder? Genau, ja. Also ja. Der Chef der Stewardessen, wenn der man das sagen darf. Kabinenchefin. Kabinenchefin, also, ja, genau. Ah, toll. Ja, und in der First Class, das war damals bestimmt. Also, ich war damals. Ich, wann war das denn? Das war, ja. 30 Jahre und mehr. Vor 30 Jahren. Das war aber der erste Schritt. Also First Class Galley Flight Attendant musst du nicht machen für Maître de Cabine. Aber ich habe das als Zwischenschritt in der Karriere habe ich das auch eingebaut. Oder? Mhm. Ja, und dort haben wir für die erste Klasse gelernt, auf den grossen Wegen ganze Roastbeef tranchieren, schön fein. Wirklich? Natürlich. Oh, wie in den Film. Dazu natürlich Bernaysoße und alles im Galley noch zubereitet. Das ist noch... Ja, das war noch High Class gsi, oder? Da ist alles frisch, also nicht frisch, das ist vorbereitet gekommen. Aha. Aber wir haben die ganzen Grosspiece haben wir da tranchiert. Vor dem Passagier natürlich. Jesus Gott. Auf dem Wagen, wo wir da durchgezogen sind. Aha. Anyway. Und so, jetzt gibt es Wasser da. An der Seite? Ja, mit drin. Sehr gut. Dann haben wir vor den Passagieren natürlich das Ganze tranchiert und alles schön auf Teller angerichtet. Auch Käseplatten haben wir grosse Stücke gehabt, die wir dann vor dem Passagier geschnitten haben. Ach krass. Und ihr habt die Schokomousse sozusagen, war in einem Kurs ein kleines Rezept? Das ist nur so ein bisschen optional gewesen. Das war nicht gedacht, dass wir das vor den Passagier machen oder so, überhaupt nicht. Aha. Sondern das haben wir einfach gesagt, da hat es noch ein paar schöne Rezepte drin. Und die haben wir dann dürfen heimnehmen und natürlich auch für unsere Liebsten machen. Und das ist jetzt eins von denen. Oh, das ist aber toll. Ja, und das ist aus der sogenannten Swisser Küche entstanden. Mit, ja, zum Beispiel eben noch ein bisschen mit Varianten Orangenzester. Das ist jetzt deine. Meine Kreation, die ich finde, passt wunderbar. Gerade im Winter, so um Weihnachten herum, wenn es ein bisschen kühl ist draussen. Und wir haben ja Zutaten noch Grand Marnier, also passt dann Orange als Geschmack wunderbar drin. Und es ist wirklich ein ganz feiner Hauch nur. Jawohl. Und es schmeckt wirklich wie die teuerste Praline. Ich habe es auch probiert, das ist der Wahnsinn. Und es ist sehr zart schmelzend, gell? Mm. Kannst du auf der Zunge einfach so zergehen lassen. Es ist wirklich ein Pralinenmus, muss man sagen. Pralinenmus, also wirklich. Und das passt natürlich jetzt auch perfekt für Ostern, Weihnachten, jede Festivität. Absolut. Ich finde, das ist ein Dessert und auch was du vorher gegessen hast, es passt zu allem. Es ist ein Passepartout. Also, bravo. Oh, toll bist du da. Auch zu jeder Tageszeit. Also das kann man zum Brunch, das kann man zum Znacht, das kann man zum Mittagessen. Man kann es oder zum Nachmittag. Ja. Und was, weißt du, was ist der Beste? Du kannst es vorbereiten. Tage, also das kannst du 3-4 Tage im Kühlschrank behalten. Es wird nicht schlecht, oder? 3-4 Tage. Sind ja keine Eier kühl, drin. Genau. Es ist einfach kühl halten. Und dann kannst du an dem Tag, wo du Gäste hast, hast du keinen Stress mit Essen. Absolut nicht. Das ist sowieso das Beste. Dann haben wir eine wunderbare, schöne, flüssige Schoggi. Ja, und die Creme. Und es glänzt und so schön. Und das tun wir jetzt melieren. Man sagt dann melieren, wenn man den Rahmen tut, sanft drunter zieht. Dann hat man das jetzt mit dem Rahmen, der luftig geschlagen ist, drunter ziehen. Super. Und den kühl stellen. Und das ist schon die ganze Hexerei. So, da machen wir jetzt
wirklich ein luftiger Rahmen. Fast noch ein bisschen größer sein. Ja, ich glaube auch. Wir haben beim Dreh den Fehler gemacht, zuerst die Schokolade zu schmelzen und dann die Sahne zu schlagen. Wenn ihr die Sahne aus dem eiskalten Kühlschrank holt und die Sahne eiskalt ist, dann müsst ihr zuerst die Sahne schlagen. Dann kann die etwas Raumtemperatur schön annehmen und währenddessen könnt ihr die Schokolade schmelzen. Das wäre die perfekte Reihenfolge. Jetzt, wenn ihr so eine schöne Struktur macht, ja. Ist das gut. Dann schauen wir, dass wir noch ein bisschen ja, nicht überschlagen. Ich würde sagen, das ist jetzt eine grosse Orange für die Menge Schoki. À la limite kann es ein bisschen genug sein. Also wir machen 2/3 von dieser Orangenschale. Der Geheimtipp, tut nie das Weisse von der Orange rein, das ich schon erwähnt habe. Nur die äußerste Zisse, das ist bio natürlich, und auch gewaschen. Also von dem her dürfen wir ein bisschen Aroma geben. Duftet jetzt schon. Mhm. Und ich finde immer, Orange und schwarze Schoki ist eine so herrliche Kombi. Und wer mag, kann dann am Schluss auch noch Mandelblättchen rösten und drüber streuen. Orange Mandeln und schwarze Schoki. Es gibt so eine 100 Gramm Tafel, die habe ich immer auf Reserve daheim. Das ist so gut. Passt am Schluss noch zu einem Glas Wein am Feierabend. So. Oh, aber Claire, jetzt muss ich mal wirklich fragen. Das frage ich mich sowieso schon jahrelang. Ich kenne Claire von der Selektion Schwander und ich frage mich jedes Mal, wie hältst du bloß deine Figur? Du isst alles, trinkst auch gerne, also du bist ein Genussmensch. Wie schaffst du das? Also da, wie bleibst du so topfit? Also ich denke, Bewegung ist mir sehr wichtig. Und ich tue nicht immer zwischendurch naschen. Das finde ich eben auch wichtig. Nicht also, naschen? Nein, nicht immer zwischendurch. Oh. Aber ich esse gern und ich esse gern gut und qualitativ feine Sachen. Möglichst selber gemacht, wenn es geht, Zeit hat. Ja, und dann eigentlich einfach ein bisschen Bewegung. Ja. Und du hast wie viele Schritte am Tag? Mindestens 10.000? Nein, no, das kann man nicht mindestens. Kommt drauf an. Wenn ich im Büro bin, dann sitze ich mehr. So, wow, das sieht aber perfekt. Jetzt haben wir hier ein bisschen Zeste drin. Die sieht wirklich perfekt aus. Das ist etwa 2/3 von dieser grossen Orange, habe ich reingeraspelt. Und hier sieht, mehr würde ich nicht machen. Nee. Und hier sieht man ganz gut, dass du nicht ans Weiße gegangen bist, nicht, sondern dass du wirklich in dem Orangen geblieben bist. Ja, genau. Das ist wichtig. Denn das Weiße ist nachher ungenießbar. Ja, es ist einfach nicht fein. Portionenweise den Rahmen drunter führen. Und man sagt dann, wie gesagt, in der Fachsprache melieren. Und das kommt von Mölle. Mischen, Mühle, melieren. Und da der Rahmen jetzt nicht ganz kalt ist und die Schoki nicht ganz warm, dann gibt es eine schöne, sonst wird es flockig, dann tut sich die Schoki sofort verklumpen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja ein ganzes zart, von der Struktur her, kein Möckchen drin, sondern ein zartes Schoki-Muss. Hm? Und du kennst dich unheimlich gut mit diesen ganzen Begriffen aus. Ja. Dafür gibt es doch bestimmt auch einen Grund, Claire. Ja, das gibt's ja. Meine erste Ausbildung ist Confiseuse. Was? Ja. Ach so, das wusste ich nicht. Aber du kommst doch aus einer Confiserie. Ja, genau. Dynastie. Ja, so ist es. Und darum natürlich, das sind meine Kinderschuhe, oder? Und nachher habe ich noch viel anderes natürlich gemacht im Verlauf von meinem Leben habe ich allerlei Sachen gemacht, was aber gut essen und so. Und feine, qualitativ hochstehende Dessert, das ist natürlich immer mein Faible, also meine Schwäche. Sieht man aber nicht, du kommst gut mit deiner Schwäche klar. Ja, ich esse nicht alles, aber sehr feine Sachen. So, wie gesagt, da tun wir alles langsam drunter. Jetzt kommt die nächste Portion. Aber vielleicht sieht man da schon ein bisschen, es kommt jetzt es kommt sehr gut. Ein lockeres Mousse. Mhm. Und wichtig ist nicht, jetzt wie eine Wahnsinnige da rühren, sondern ist wichtig. Wie wenn ich dann rühren wie eine Wilde, dann gibt es nachher geht der Rahmen zusammen, dann wird das nicht mehr so luftig. Ja? Jetzt haben wir da unten, wenn ich mit der Kehle ganz runtergehe, ich habe da so einen Gitzknepper. Wenn ich ganz runtergehe, dann hat es immer noch unten ein bisschen dunklere Masse drin. Oh, das sieht aber schön aus. Und das Ziel ist, dass ich da nachher keine Spuren mehr von Unebenheiten habe, sondern wirklich immer schön runtergehe und all die Schokoladen mit dem Restenrahmen verbinden und vermischen.
So, schön verpacken. Und wie lange muss das jetzt einkühlen? Genau, jetzt tun wir das etwa, ja, ich würde schon sagen, je nach Temperatur vom Kühlschrank, 4 Stunden. 4 Stunden. Und der ist schön kühl. Oder wenn es vorher will, dann kann man es natürlich, aber ich finde es schön, wenn es kalt ist. Ja. Die einfachste Variante ist, wenn man es mit Löffel so eierförmig arrangiert und als Dessertteller serviert. Genau. Andere Variante ist, wir tun sie in einen Spritzsack mit einer Sterntülle und machen schöne Rosetten oder zum Beispiel in ein Weckgläschen. Ja. Kann man natürlich so kleine Weckgläschen, Gläschen, und dann kann man es drum und den Deckel einfach drauf machen. Ja. Dann hat man das schon vorbereitet. Hier habe ich eine Variante vorbereitet. Da habe ich unten noch Cantucci-Kekse, so italienische Mandelkekse, könnte man sagen. Was gibt denn den Crunch? Genau. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Wie macht man diese Eier, Claire? Ja. Also wichtig ist, dass man den Löffel in einem temperierten Wasser kurz taucht. Oh, das sieht aber gut aus. Ja. Und dann so schön auf den Teller anrichten. Das ist überhaupt keine Hexerei. Wichtig ist, Schokimus, das gibt es so wie eine Lockenart. Aber man kann es natürlich auch dick machen, oder? Ich mache dann jeweils 2 so Eier und je nach Saison kann man es noch ein bisschen dekorieren. Da haben wir jetzt, wenn wir Schokimus mit Orangen haben, könnte man es mit einer Orangenscheibe, die man selber im Ofen getrocknet hat, dekorieren. Oder einen Spritzrahm obendrauf. Oder je nachdem einfach mit einem frischen Früchtchen. Oder im Frühling rein, auch mit einer selber gesuchten Blüten. Also das sind Dekorationsideen, sind völlig nach oben offen. Ist immer. Ich zeige noch mal, wie man das macht. Genau, schön. Der Löffel ist super. Er ist im temperierten Wasser und temperiert so. Mhm. Und dann gehe ich da zum gekühlten Schokimus und mache eine schöne Sonnenlocke. Und dann, eigentlich mit einem Schwung, kann man das aufsetzen. Sieht wunderschön aus. Und weil es natürlich innen hohl ist, hat es dann auch nicht so viele Kalorien, darum kann man 2 essen. jetzt die schöne Konsistenz, wirklich. Und jetzt muss man sich das einfach nur auf die Zunge zerbauen. Und mit dem Gaumen. Dankeschön. Ja, gern geschehen. Super, hast du uns so viele tolle Sachen erzählt. Sehr gern geschehen, ja, schön gewesen. Danke. Und wie gesagt, das passt einfach immer und du wirst Gäste haben, egal welchen Alters, wo sicher alle das gerne haben. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja. Und schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es findet. Das Rezept ist auch alles verlinkt. Und Prost. Danke fürs Gucken. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke, Claire.